Hallo, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg und wir führen gerade ein Interview mit einer Frau, die was verkauft? Kuchen, Scones, Tee und Kaffee. Und wo kriegt man das? Beim Baker Street Stand oder in der Baker Street in Saarbrücken. Gut, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eben so traditionell englische Kuchen zu machen und Kaffees, Tees, alles was dazu gehört? Also das ist wahrscheinlich die Leidenschaft zu den britischen Inseln und den leckeren Scones und der Kaffee- und Teekultur, die dort entstanden ist und auch von dort nach Europa rübergekommen ist. Und ja, wir wollten das an die Menschen verteilen und unters Volk bringen und so kam die Idee dann. Okay. Gibt es eine große Community oder Gemeinschaft, Leute, die da hinkommen oder sind das meistens nur Engländer oder Touristen, die sich irgendwie dahin verirren? Also tatsächlich sind bei uns in der Baker Street alle Leute. Also von Jugendlichen von 14 Jahren bis hin zu alten Menschen, die schon an die 100 kratzen. Also wirklich jeder kommt hin, Engländer, Touristen, Einheimische. Es ist eigentlich so ein Treffpunkt für jeden, der ja, sich für die englische Kultur interessiert. Okay, jetzt die Frage, wo sich wahrscheinlich fast jeder stellt, ist das Arbeitskleidung oder nur jetzt für die Anno hier? Das ist tatsächlich die Arbeitskleidung, die die Dienstmädchen in der Baker Street tragen. Wow, das ist bestimmt ganz viel Arbeit, eben das irgendwie immer zu waschen, weil das muss irgendwie... Es muss gut gebügelt werden, das ist sehr wichtig. Es muss wirklich gut gebügelt werden, das Häubchen muss gebügelt werden, aber es ist eine sehr bequeme Arbeitskleidung, auch wenn es nicht so aussieht. Es ist wirklich sehr bequem. Okay, dann haben wir auch noch da hinten von diesem Kriminaldiner etwas kurz gelesen. Ja. Kannst du mal kurz darauf eingehen, was ist das und wie kann man sich da anmelden, was muss man machen und so weiter? Bitte. Also ein Kriminaldiner ist halt einfach ein Abendessen, das immer wieder abgewechselt wird. Also quasi das Essen wird abgewechselt mit kleinen Kriminalstücken und also einem Theaterstück im Prinzip. Und es gilt halt an diesem Abend herauszufinden, wer der Mörder war. Also es gibt halt einen Todesfall, der entweder direkt passiert oder schon passiert ist. Und dann wird halt mit dem Publikum gemeinsam ermittelt, wer der Mörder war. Okay. Muss man tatsächlich auch die traditionelle Kleidung von früher tragen, ja oder nein? Also man kann sich gerne verkleiden, die Krimineller sind immer so entweder in den 20er-Jahres-Stil oder so in der Viktorianik angesiedelt, aber man kann sich natürlich verkleiden, das ist auch sehr gerne gesehen, aber man muss natürlich nicht. Wie kommt man auf so eine Idee, so was zu organisieren? Vielleicht einmal zu viel Cluedo gespielt? Ja, ich glaube, das war so der Grundgedanke, aber ja, das ist einfach, also ich habe das nicht gegründet, aber ja, das ist einfach die Leidenschaft zum Krimi und einfach das so ein bisschen, also man kann es ja entweder im Fernsehen gucken oder ein Krimi lesen, aber das so ein bisschen mehr erlebbar zu machen und einfach mehr Interaktionen zu haben, da ist ein Krimi-Dinner genau das Richtige. Also kann man das sagen, das ist Rollenspiel, Pen and Paper ohne Würfeln? Ja, mit Essen. Also mehr Essen als Pizza. Oh, Essen, ich liebe Essen. Ja. Was kriegt man traditionell dann zu essen? Wirklich Speisen von früher oder eher wirklich heute angesiedelt? Ja, also die meisten Gastronomen, das findet meistens in Restaurants statt, gliedern das Essen schon irgendwie so ein bisschen auch ans Thema an, aber es ist eigentlich sehr frei. Also es gibt was ganz Normales sozusagen zu essen. Meistens gibt es als Vorspeise eine Suppe und dann kommt ein Stück Fleisch mit einer schönen Beilage und am Schluss noch ja, irgendwie was Süßes. Das ist so das ganz klassische Dreigangmenü, was man ja kennt. Fleisch war ja früher selten gewesen, deswegen. Ja, das sind nur Geräusche gewesen. Genau, aber heute ist der Fleisch eher eine Massenware. Aber ja, ist sehr lecker. Wie lange dauert dann so eine kleine Veranstaltung? 2, 3, 4 Stunden oder wie viel Zeit sollte man sich da mitnehmen? Also es ist schon abendfüllend, 4 Stunden sollte man sich schon Zeit nehmen. Ja, das ist schon wirklich so ein ganzes Abendprogramm. Okay, ihr riecht es jetzt nicht, es riecht nach frisch gemahlenem Kaffee. Ja, und okay, kleiner Insider, wie heißt der Guinness-Kuchen? Das ist der geilste Kuchen der Welt. Der ist auch geil. Ja. Also, wollt ihr noch was sagen, wie man euch findet per Internetseite oder Facebook? Ja, und dann genau. Würde ich dich stehen lassen. Sag uns was. Also, bei Facebook kann man gucken, entweder Agentur Erlebnisraum, Erlebnisdinner oder Baker Street. Oder, ich glaube, erlebnisdinner.de oder irgendwie googeln, Krimi-Dinner Saarland. Man findet uns auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Flotte, tjekker alle særdighed og fjeste. Hey, fuck jer, er mani, hudane, sudane, sudane. I dag er for at huske noget hurtigt mod dig hårde. Så kan du gå til gætte til, du er der kasse. Og nase, er drønne, er magic, vokker til.